Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Schmuggler bzw. Schurke. In der letzten Folge waren wir im Nirgendwo. Ja, scheiß Name, ich weiß. Und jetzt müssen wir nach Balmora. Da reisen wir direkt mal hin. Benutzt das Holo-Terminal deines Schiffes. Oder ein Holo und wir war schon. Captain, wer hätte damals auf Coruscant gedacht, dass ich euch heute wegen einer offiziellen Besprechung im Namen der Republik kontaktiere? Senatorin Dodonna wartet mit Spannung, wie ihr euch auf eurer ersten Mission schlagt. Balmora war einst der Hauptversorgungsplanet für den Militärbedarf der Republik, bis das Imperium vorbeikam und der Senat sich entschloss, alles aufzugeben. So kam das Imperium an alles, was die Republik für das Projekt Nebula vorgesehen hatte. Okay, ich habe angebissen. Wir müssen also dumm gelaufen. Was ist Projekt Nebula? Das sollte die Antwort der Republik auf den Angriff des Imperiums sein. Ultramoderne Schiffsprototypen, Ionenkanonen, Clusterraketen und ein paar experimentelle Extras. Und jetzt schickt das Imperium die komplette Munitionslieferung von Nebula an ihre Frontlinie. Die Republik hat keine Chance. Oh, sieht mich nicht so an. Ich soll sie zurückholen? Warum ich? Wieso sollte ich helfen können? Weil das Infiltrieren von geschützten Anlagen und das Stehlen von Fracht nicht zur Ausbildung republikanischer Soldaten gehört. Senatorin Dodonna möchte, dass ihr mit dem balmoranischen Widerstand zusammenarbeitet. Sie können euch bei der Suche nach der Nebula-Lieferung helfen. Ihr müsst sie dann zur Palliser-Station umleiten. Das ist eine republikanische Basis bei Corellia. Wie soll ich das schaffen? Kein Problem. Reden wir über den Preis. Also, gefährliche Mission hinter feindlichen Linien, äußerst wichtig. Wie viele Nullen wären das dann? Die Republik will, dass das Imperium die Waffen verliert. Sie kann aber keinen Marktpreis zahlen. Ein geschickter Händler würde jeden Prototyp einzeln an sie zurückverkaufen. Aber das habt ihr nicht von mir. Euer Kontakt auf dem Planeten ist einer der Rebellen. Numen Brock. Meldet euch bei ihm, wenn ihr in der Käferstadt gelandet seid. Käferstadt hört sich nicht gut an. Ziehe ich meinen Hut, Captain. Das hört sich gar nicht gut an. Begib dich zum Fanel-Außenposten. Ah, okay, dann ist Baruta auf dem Planeten. Käferstadt hört sich gar nicht gut an. So, da wären wir. Auf der wunderschönen Orbitalstation. Oh, ich liebe den. Chewbacca. Nee, Chewbacca ist es nicht. Bauda ist es. Wie kam ich jetzt gerade auf Chewbacca? Die Wookies sind nice. Das ist ein Korall. Hier haben wir den Handlungsbogen, den machen wir jetzt noch nicht. Ah, scheiße, ich habe die EP-Schübe vergessen. Oh, schon wieder, ey. Warum habt ihr mich denn nicht daran erinnert? Der wird dann gleich sterben. Der wird dann gleich sterben. Ich sterbe nicht. Käferstadt. I. Ah, oh. Ich hatte jetzt gerade kurzzeitig das Design auf der Imp-Seite im Kopf. Also wie das hier auf der Imp-Seite aussieht. Hier haben wir nochmal eine... Ich glaube, das ist ein Flashpoint, ne? Ja, yep, das ist ein Flashpoint. Den machen wir nicht. Melden Sie Ihre Beschwerden. Das kann weg. Das kann weg. Das kann... Ja, das kann dahin. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das mag sie, das mag sie. Nicht so schlimm, wie und das ist Müll. Nett, danke. Oh. Genau warten mein Geschmack. Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So. Ich glaube, in dem Gebiet gab es auch einen Datacron. Zeige ich euch das? Ach, guck mal, hier ist ein Wissensobjekt. Ich glaube, auf der Imp-Seite ist hier eine Heldenmission drin. Wer wird denn gleich sterben? Republikanische Beziehung auf Balmora. Ganz 100%ig sicher bin ich mir dabei nicht. Wie sieht das hier aus? Ich glaube, auf der Imp... Oder nicht? Sieht so ein bisschen anders aus. So, sprich mit 6. Ich grüße Sie, Captain. Ich bin C6RR, ein Klasse 6 Protokolldroide im Dienst von Numen Brock. Mein Herr nennt mich häufig Sechser. Ich glaube, er versteht das als einen liebevollen Spitznamen. Joa. Wo ist Numen Brock? Kriegt nach einem Irren. Halt die Klappe. Tut mir leid, Kumpel. Ich bin in Eile. Master Numen, der von Ihnen erwartete Besuch ist eingetroffen. Also, was führt euch nach Balmora, Captain? Außer der fetten Auszahlung der Republik? Sie sind so damit beschäftigt, sich hinter Verträgen zu verstecken, dass sie Credits wie Süßigkeiten verteilen. Und Leute wie wir
können abkassieren. Das ist der Plan. Wer seid ihr noch gleich? Gebt mir einen Statusbericht. Mir wurde gesagt, es gäbe da schreckliche Vernichtungswaffen, von denen die Republik nicht will, dass die imperiale Armee sie in die Finger kriegt. Die gleiche Republik, die uns im Stich gelassen hat, als der Wolf seine Todestruppen geschickt hat? Deswegen sind sie noch lange nicht moralisch im Recht. Ich sollte sie warnen, Captain. Viele Leute sind über den Rückzug der Republik nicht ganz glücklich. Obwohl es republikanische Informationen waren, die uns auf die Nebula-Lieferung aufmerksam gemacht haben. Sie kamen durch einen SID-Doppelagenten, Codename Golden. Klingt verdächtig. Sag mir, was wir wissen. Gib mir einfach die Mission. Ich brauche alle Details. Durch Golden haben wir erfahren, dass die Imperialen planen, die Nebula-Munition zu ihren Frontlinien zu schicken. Natürlich ist unsere Kommunikation riskant, also heißt es Codes, Geheimfächer, kein persönlicher Kontakt. Es ist eine Zahlung fällig. Im Gegenzug verrät er uns den Standort der Nebula-Lieferung. Ich brauche euch für die Übergabe. Wo ist der Haken? Ich bin nicht euer Kurier. Also los. Was hält uns noch auf? Es ist einfach sinnlos, euch auf Gefahren hinzuweisen, oder? Das ist ja eine unserer gefährlichsten Operationen. Der letzte Agent, den wir geschickt haben, wurde entdeckt und öffentlich hingerichtet. Also, ihr müsst eine Reihe von falschen Geheimfächern aufsuchen, um mögliche Verfolger abzuwimmeln, ehe ihr zum echten Fach in der Okara-Droidenfabrik aufbrechen könnt. Und was suche ich? Ein bisschen langsamer, bitte. Wer bewacht die Fabrik? Mit was für eine Art von Widerstand muss ich rechnen? Die Fabrik befindet sich tief im besetzten Gebiet, also bewegt euch besser unauffällig. Oh, und die Suchdroiden, Master Lumen. Vergessen Sie nicht die Suchdroiden. Richtig. Wenn ihr einen Suchdroiden seht, erledigt ihn, ehe er senden kann. Oder ihr habt eine halbe Division am Hals. Sobald ihr das Fach in der Okara-Droidenfabrik entdeckt habt, lasst die Bezahlung dort und sammelt die Datei ein, die Golden hinterlegt hat. Okara-Droidenfabrik. So, Lumen Brock. Könnt euch gerne was durchlesen über ihn? Zeig jetzt hier nochmal das Datacron. Obwohl, ich hab sogar zwei. Na komm, dann zeige ich dir jetzt noch in der Folge. Dann machen wir in der Folge noch keinen wirklichen Story-Fortschritt. Aber ich zeige euch noch ein paar Datacrons. Also, das erste, das befindet sich ungefähr da. Wir müssen aber erstmal nach da hinten zu diesem Schrotthändler. Kann man hier eigentlich auch so hochfahren? Ne, ich glaube, hier gibt es nämlich keinen Weg. So, auf der Seite gibt es hier so einen Weg, der hier so lang führt. So. Leider hält es ja hoffentlich aus, im Wasser zu fahren. So. So, hier Bartel. Schrotthändlerin. Bei der müssen wir nämlich ein bestimmtes Item kaufen. Gibt's hier noch was drin? Irgendwie Wissensobjekt oder so? Nee. Seht euch ruhig um. Alles, und zwar, was wie heißt das Ding? Verlorener Codezylinder für 6250 Credits, einmal gekauft. Jetzt war ich ein bisschen Geldverschwendung. Uns doch wieder. Ja, ich habe mittlerweile übrigens nur noch so wenig Credits. Liegt daran, dass ich... Was habe ich gemacht? Okay, wir haben sie tot überschritten, aber das ist jetzt nicht total viel. Ich habe jetzt mit den Crew-Fähigkeiten hier ein bisschen gelevelt, wie man sieht. Und hier ein Zug gar nicht. Die Ergebnisse, wie versprochen. Bin bald zurück. Das kriege ich sicher hin. Komm, ich port mich jetzt einfach hier, ehe ich hier zurücklaufe. Dann können wir gleich nach hier hin. Das ist, glaube ich, sogar etwas dichter. Hier, ich kann helfen. Komm, lad schneller. Was ist hier? Hier ist hier die Ritterphase. Okay, dann müssen wir nicht hin. Ja genau, das ist... Also portet euch dann einfach zum Widerstandskrankenhaus und fahrt dann hier diesen kleinen Berg hier hoch. Dann seid ihr hier auf so einer Brücke und hier ist eine Kiste, eine Raumtruhe. Die einfach mit dem Schlüssel im Inventar anklicken und schon erstellt ein Datacron mit Zielgenauigkeit, war das damals. Die Zielgenauigkeit so eigentlich schlimm, noch. Ja, damals dieser Zielgenauigkeit, wahrscheinlich wird es jetzt Beherrschung oder sowas sein. Ja. Und das zweite Datacron, was es hier noch gab, ist hier ganz in der Nähe. Da hinten. Ich glaube, auf Imside ist da auch noch irgendeine Quest drin gewesen. Ich will hier unten jetzt eigentlich da hoch. Ich hoffe es mal, dass ich von da unten hier hochkomme. Kann ich da hochfahren? Das ist zu steil. Sieht sehr steil aus. Obwohl, doch, es geht.
So, dann da glaube ich rein oder so waren das genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Also ich glaube, irgendwo hier drinne war es auf jeden Fall. Natürlich haut der Fahrstuhl gerade ab. Das war so klar. Immer halt. Hier, ich kann helfen. Oh, der Fahrstuhl war doch jetzt zu tief. Komm, Fahrstuhl, schneller runter. Aufzug, das ist der Kolikoidenkönigin. Genau, das war das richtige Gebiet. Denn hier war nämlich auch ein Datacron. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo genau das war. Tarnen wir uns erstmal durch. Okay, das hier sieht sehr ekelhaft aus. Hier haben wir die Kolikoidenkönigin, das ist ein Elite-Gegner. Ich habe doch auch noch irgendwo eine Kiste, ne? Kiste, 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 Kiste. Boah, das sieht voll ekelhaft aus. Nee, da gucke ich lieber gar nicht erstmal hin. Ah, da! Aber ich glaube, da konnte man... Kommen wir da auch rüber? Das interessiert mich jetzt gerade. Ich glaube, es ist nicht so gut. Ah, hier ist die Kiste. Hier wird dann gleich bestimmt rüber, ne? Kleines Jump and Run. Ja, geht voll. Ist das jetzt überhaupt so gedacht, dass man jetzt hier so reingeht? Also hier ist auch nochmal ein Datacron. Habe ich jetzt zwar auch schon. Jetzt ist so gedacht, dass man hier sogar reingeht. Warte, hier geht's irgendwo noch hin. Ihr wird dann gleich sterben. Das war jetzt total einfach, eigentlich so reinzukommen. Also wenn man einen Raketenschub habt, dann könnt ihr so reinspringen. Ich weiß gar nicht, ob es ohne auch geht. Gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Wie konnten die mich jetzt entdecken? Ich bin noch getarnt. Komm, interessiert das nicht. Komme ich jetzt raus? Ah, hier. Also, ihr könnt dann einfach hier hinter diesem grünen Nest oder was das ist, hier einfach hinter die Wand gehen. Das sieht man kaum. Weil das hier ist dunkel. Also, hier einfach zwischen gehen, dann könnt ihr dazwischen gehen. Also, so geht das normalerweise. Ich habe es jetzt ein bisschen gecheatet hier beim Raketenschub. Aber könnt ihr auch nutzen. So. Poppen wir uns erstmal hier weg. Ich werde jetzt nicht angegriffen hier. Pass auf, diese Königin sollte man, glaube ich, nicht ziehen, weil ich glaube, dann platzt das hier oben alles. Und ja, gut, wäre das... Ich habe die schon mal angegriffen, um halt den Erfolg zu holen. Da habe ich die so schnell besiegt und habe ich dann einfach weggestuckt. Also einfach Stuck eingegeben, dass ich nicht gegen die kämpfen musste. Erinnerung, mechanisierte also, okay. Reisen sind nur für da. Offizielle Geschäftsangelegenheiten jetzt vorgesehen. Da. Dann werde ich wohl dahin bis. Passen Sie auf sich auf. Den Flug machen wir jetzt noch in die Folge und dann ist die Folge auch vorbei. Okay, diesen Gleiter haben wir glaube ich noch gar nicht im Spiel gesehen. Hier ist so eine Art Raumschiff. Ich glaube hier muss man, ich glaube hier oben kommt man, ich frage mich, kann man hier oben eigentlich auch hin? Ich glaube nicht. Obwohl, doch, da kann man mitspringen, oder? Wenn man sich ein bisschen gut anstellt beim Springen, dann wird das, geht das glaube ich schon. Muss ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Webseite genauso ist. Auf der Webseite kenne ich nämlich den Weg nach da oben. Okay. Sehr dicht aus hier, der Punkt. Oh, perfekt. Oh, wie... Genau, hier ist der Gleiterpunkt. Oder auch nicht. Doch. Ich dachte schon, er fliegt gestern vorbei. Okay, hat sich auf jeden Fall schön gelohnt. Schöne Abkürzung genommen. Den anderen Zeige freigeschaltet, den ersten natürlich nicht. Gut, aber hier beenden wir jetzt erstmal die Folge. Bis bald. Ciao.